Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zu unserer Regi Drago V-Kollektion. Und wir werden gucken, was so schönes drin ist. Ihr habt beim letzten Mal schon die Top Trainer Box gesehen und die Regi Eliki Kollektion. Und mal schauen, ob wir hier mithalten können oder die Eliki Kollektion sogar noch überbieten können. Wie immer, guckt in die Beschreibung, da sind alle Produkte verlinkt. Genauso wie unsere Social Media Kanäle. Guckt da auch gerne vorbei. Denn da gibt es auch ab und zu, obwohl ab und zu gar nicht, da gibt es sogar sehr oft Openings zu Pokémon, zu Yu-Gi-Oh!, zum TCG von anderen Spielen. Also guckt da mal vorbei und checkt mal Instagram, Twitter und TikTok aus. Und Facebook natürlich auch. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr etwas Mehrwert zu den ganzen Sachen haben wollt. So, Regi Drago vom Typ Drache, logischerweise. Mit 220 KP, mit den Attacken Himmelsgrollen, einer Farbe-Synergie. Lege die obersten drei Karten deines Decks auf deinen Ablagestapel. Wenn unter jenen Karten Energiekarten sind, lege sie an dieses Pokémon an. Und der Drachenlaser, 130 Schaden, zweimal Pflanze, einmal Feuerenergie. Diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Klingt auf jeden Fall ganz cool. So, vier Packs vom aktuellen und letzten Set des Schwert- und Schildzyklus, Zenit der Könige mit dabei. Und dann ist es vorbei. Dann haben wir anderes Kartendesign. Pokémon wie Karten gehen weg. Und wir haben dann nur noch silberne Ränder. Ne, nicht mehr diese gelben Ränder, sondern silberne. Und haben dann wieder Pokémon EX. Und da freue ich mich sehr drauf. Kann ich jetzt schon sagen. Das wird auf jeden Fall richtig cool. So. Im ersten Set sind, by the way, auch Arcani und Gardos mit Terra-Kristallisierung. Und die werde ich mir, wenn ich sie nicht ziehe, safe so kaufen, denn die sehen richtig cool aus. So, soviel zum neuen Set, was irgendwann im März, ich glaube Ende März, Anfang März kommt. Wir kümmern uns jetzt um das letzte Schwert- und Schild-Set und den ersten Booster mit Stolrak. Freunde aus Sinnoh, Duflo, Ignivor, Wailmer, Pokéball, Krebskorps, Myrapla, ein Reverse Ditto und ein Duraludon V vom Typ Drache mit 220 KP. Mit Attacken Metallklaue, 70 Schaden, einmal Stahl, einmal Kampfenergie. Und die Breitseite 140 Schaden, zweimal Stahl, einmal Kampfenergie. Und während des nächsten Zuges deines Gegners fügen Attacken des verteidigenden Pokémon 30 Schadenspunkte weniger zu. Wir haben also ein Duraludon im ersten Pack. Kann man auf jeden Fall machen. So, und ein Ditto. Es geht weiter. So, zweites Pack. Und wir starten mit Amphira. Zwirklob, Metang, Gladiantri, Zirpurze, Plaudergei, Galapantimos, Sonnenkern, ein Reverse Volvorok und ein Yanmega als normale Rare. Yanmega haben wir jetzt auch schon gesehen, in Masse, also reicht jetzt auch wieder. So, das vorletzte Pack. 1, 2, 3. Hätte gern noch einen schönen Pull. Irgendwas Full-Out-mäßiges wäre jetzt cool. So, Zwirklob, Metan, Energieumschalter, Trank, Galapantimos, Sonnenkern, Smogon, Myrapla, Gladiantri als Reverse und ein Kokowai als normale Rare. So wird es natürlich mal Full-Out. So, das letzte Pack, unser Glückspack. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Eins, zwei, drei. So, wir machen weiter mit Girafarik, Britziegel, die Rettungsbox, Staralilly, Sichlor, der Pokéball, Mangonio, Kikugi,
Oh mein Gott, wir haben Cynthia! Wir haben Cynthias Ehrgeiz! Meine Most Wanted Trainerkarte. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt bin ich. Das Waifu ist da, jetzt bin ich glücklich. So, Cynthias Ehrgeiz. Ziehe so lange Karten, bis du 5 Karten auf deiner Hand hast. Wenn mindestens eins deiner Pokémon während des letzten Zuges deines Gegners Kampfeffekt wurde, ziehe stattdessen so lange, bis du 8 Karten auf deiner Hand hast. Cynthia. Und letzte Karte ist ein Hopp. Sorry, aber ich mag Hopp nicht. Aber dafür sind ja umso mehr. Und es freut mich, dass ich diese Karte gezogen habe. Denn sie ist sehr, sehr cool. Also zumindest hat das so für mich so ein bisschen, ja, nicht sentimentalen Wert, aber so ein krassen Sammlerwert. Ich mag halt Cynthia, ich mag Knackrack, ich mag Tragoran und Siegfried. Also von daher hat sich das für mich schon mal gelohnt. Eine Pokémon wie mehr. Und vor allem sind das Ehrgeiz mehr. Sehr, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Und wenn ihr irgendwas Cooles gezogen habt aus unseren Boxen, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich da sehr drüber, das zu lesen. Ansonsten ist alles wie immer in der Beschreibung verlinkt. Einfach mal gucken, genauso wie unsere Social Media Kanäle. Und das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.